Ah, Besucher, herzlich willkommen. Sie interessieren sich für Sokrates sehr gut. Griechischer Philosoph, lebte vor etwa 2400 Jahren in Athen, das ist die Stadt da drüben, zu seiner Zeit das philosophische Zentrum der westlichen Welt. Und Sokrates gilt als erster wirklich wichtiger westlicher Philosoph. Und das vielleicht Wichtigste, was wir heute noch von ihm lernen können, ist vielleicht nicht seine sogenannte sokratische Methode, dazu gibt es später hier noch ein Video, sondern das Wichtigste ist verbunden mit einer kleinen Geschichte über ihn und das zu seiner Zeit berühmte Orakel von Delphi. Das sah früher so aus. In Delphi kamen damals allerlei Griechen vorbei und fragten sowas wie, wen soll ich heiraten oder wie besiegen wir die Perser? Und dann befragte das Orakel auf etwas geheimnisvolle Weise die Götter und gab deren Antwort an die Fragenden weiter. Die Geschichte mit Sokrates und dem Orakel in der Version von Platon geht nun ungefähr so. Ein Schüler und Freund von Sokrates besucht das Orakel und fragt, ob es jemanden gäbe, der weiser sei als Sokrates. Und das Orakel entscheidet, nope, niemand ist weiser als Sokrates. Sokrates hört das und ist erstmal bescheiden verwirrt, denn er hält sich selbst gar nicht für weise. Im Gegenteil, er meint, er wisse gerade nicht, was die richtigen Antworten auf viele der wirklich wichtigen ethischen Fragen sind. Etwa, was ist Gerechtigkeit? Seine Selbsteinschätzung bei diesem Thema ist ziemlich bekannt. Ich weiß, dass ich, Klammer auf, vieles Wichtige, Klammer zu, nicht weiß. Ich weiß, dass ich nicht weiß. Nun ist das Orakel aber immerhin das Orakel. Also testet er als guter Philosoph seine Selbsteinschätzung und unterhält sich mit allerlei Leuten in Athen, die als besonders weise gelten. Das läuft dann beispielsweise ungefähr so ab. Sokrates trifft einen jungen Mann, Euthyphron, der ist auf dem Weg zum Gericht, um da seinen Vater wegen eines Tötungsdelikts anzuzeigen. Und Sokrates sagt zu ihm, du musst dir ja sehr sicher sein, was Gerechtigkeit ist, wenn du sogar deinen eigenen Vater anklagen willst. Immerhin droht ihm bei einem Schuldspruch ja die Hinrichtung. Und Euthyphron, ja klar, weiß ich. Und dann kommen die beiden ins Gespräch und Euthyphron verwickelt sich dabei sehr schnell in allerlei Selbstwidersprüche und Ungereimtheiten. Und es zeigt sich, dass er tatsächlich wenig Ahnung von Gerechtigkeit hat. Beliebt macht man sich bei seinen Mitbürgern übrigens so nicht, weshalb man Sokrates dann auch am Ende seines Lebens wegen mangelnder Frömmigkeit und Verderben der Jugend angeklagt und hingerichtet hat. Aber auch das ist eine andere Geschichte. Zurück zur Orakelgeschichte. Sokrates befragt also verschiedene Leute und es zeigt sich, die wissen genauso wenig wie er. Und dann sagt sich Sokrates, verglichen mit denen bin ich doch weiser. Wahrscheinlich weiß keiner von uns etwas Rechtes, aber die glauben etwas zu wissen, obwohl sie es nicht wissen. Ich dagegen weiß zwar auch nicht, glaube aber auch nicht, etwas zu wissen. Um diesen kleinen Unterschied bin ich also offenbar weiser, dass ich eben das, was ich nicht weiß, auch nicht zu wissen glaube. Wieso ist diese Einsicht von Sokrates nun relevant? Kleine Denkpause. Sie ist relevant, würde mancher sagen, weil es erstens auch heute noch viele Menschen gibt, die glauben, etwas zu wissen, obwohl sie es nicht wissen. Das reicht von der einzig richtigen Aufstellung der Fußballnationalmannschaft über wie man eine Pandemie bekämpft, bis hin dazu, dass man den Hunger in Afrika am besten dadurch bekämpft, dass man denen da unten eine ordentliche Schaufel gibt, wie mir mein Schüler erzählt hat. Und zweitens ist diese Selbstüberschätzung manchmal sehr problematisch, denn wenn man denkt, man weiß auf einem Gebiet schon alles, dann denkt man eben nicht mehr weiter nach. Man hinterfragt sich nicht und diskutiert mit anderen nicht wirklich seine Ansichten,
sondern verteidigt nur mehr oder weniger arrogant oder aggressiv seine vorgefasste Meinung, falls man überhaupt mit anderen diskutiert. Und das läuft dann oft darauf hinaus, den üblichen traditionellen oder selbstgemachten Unsinn zu glauben. Besser ist es eben bei vielen Themen stattdessen zu sagen, da kann ich qualifiziert nichts zu sagen. Müsste ich erstmal drüber nachdenken und mich schlau machen. Und sich schlau machen heißt nicht in einer Internet-Informationsblase Bestätigung für seine spontane Meinung zu suchen, sondern sich tatsächlich verschiedene Meinungen dazu anzuhören, oft und gerade auch die von Andersdenkenden und dabei, das ist das Entscheidende, offen zu sein für deren Sichtweise und Argumente. Das ist natürlich gar nicht einfach, weil man ja schon ein gewisses Grundwissen haben muss, um überhaupt ernstzunehmende Meinungen bzw. Quellen etwa im Internet als solche zu erkennen. Trotzdem ist diese Einstellung eine wichtige Voraussetzung, vielleicht die wichtigste Voraussetzung dafür, mit dem Philosophieren überhaupt erst anzufangen. Und Sokrates würde wohl deshalb sagen, das wird auch 2400 Jahre nach meinem Tod noch viel zu wenig gemacht. Ihr lebt in einer Welt von Scheinexperten. Und insofern ist Sokrates Einsicht, vieles Relevante nicht zu wissen, eine ganz wichtige Selbsteinsicht und macht ihn, wie das Orakel behauptete, tatsächlich zu einem weisen Mann und zu einem philosophischen Klassiker. So, das war's zu Sokrates. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Vielleicht sogar wie den beiden hier vorne. Wenn ja, bitte Daumen hoch. Ich freue mich besonders über jede neue Abonnentin und jeden neuen Abonnenten und auch über alle Kommentare. Da antworte ich gerne drauf. Danke für dein Interesse und bis bald.